Richtige Position, schön in die Sonne, auf den guten englischen Rasen. Als wären wir uns jemals auf ein Video vorbereitet hätten. Alter, da guckst du einmal, ob da nicht zu viel Schnodder im Gesicht ist und dann geht das los. Herzlich willkommen zu einem Sonnenschein-Video. Nee, zu einem 50.000 Abonnenten-Special, ne? Wahnsinn. Gestern haben wir immer wieder geklickt und dann auf einmal waren es schon. Ja, immer waren es 50.000 und dann, oh Mist, wir wollten ja noch, da sollte ja noch. Und deswegen heute auch kein Rasenwehr-Video, sondern das verschieben wir. Wir machen jetzt das 50.000 Abonnenten-Special. Nächsten Und dann nächsten Sonntag hauen wir natürlich den Rasenwehr raus. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr könnt mit dem Kompromiss leben. Ich hatte ja anfangs gesagt, wir machen eine Serie in Anführungsstrichen. Wir haben beim letzten Mal den Zylon vorgestellt. Dieses Mal nehmen wir uns mal den 818. Den 818-2 vor, ne? Mhm. Genau, 818-2. Den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Ich erzähle da ein bisschen was zu. Das sind alles keine Angaben mit Gewehr. Das ist alles so frei aus dem, was das Internet weiß, was ich weiß und was vielleicht irgendjemand anders weiß, keine Ahnung. Rausgenommen. Ich habe mir auch vorsichtshalber noch hier einen Zettel mitgenommen, damit ich nicht allzu viel Blödsinn erzähle. So, und dann müsst ihr damit leben, was ich euch erzähle. Wie gesagt, das ist eben ohne Gewehr, aber ich denke mal, die meisten Sachen werden schon stimmig sein. Hast du Tränen in den Augen? Ich habe Tränen in den Augen. Musstest du schon wieder so lachen? genau, Fendt 818. Wir haben ja verschiedene Varianten. Das Ding... ungefähr, also 93 startete der Trecker mit der Serienproduktion und er wurde dann, die einen sagen 2002, die letzten Zulassungen sind aber 2003, so bis 2003 gebaut. Es ist so, dass es zwischendurch, und da bin ich mir nicht sicher, ich glaube 99 gab es einen Cut, da sollte der Trecker schon tot sein und dann ging die Grenze auf. Und dann haben die alle festgestellt, ach du, scheiße, wir brauchen ja Trecker und wir brauchen welche mit Kraft. Und dann wurden die nochmal wieder neu aufgelegt. Und das ist der Moment, wo schon die Produktion der 900er in Gange war. Und die 900er hatten schon die große Vorderachse. Und um nicht noch diese kleine Vorderachse, das kann man hier vorne sehen. Wir müssten jetzt die 900er im Vergleich dazu sehen. Aber im Grunde genommen ist hier nur hier vorne die... das Tellerrad, also die da hier drin ist ja ein... wie beim Fahrrad, Dreigang-Torpedoschaltung hier. Da drinnen laufen ja drei Zahnräder, also quasi von innen kommt ein kleines Zahnrad, dann laufen da drei Zahnräder, die auf einen großen Kranz laufen. Mir fällt das Wort nicht ein. Egal. Planetengetriebe? Planetengetriebe, genau. Ja, siehst du, guck mal, meine Frau. die haben das große Planetengetriebe hier vorne drin. Dann hast du hier das Ganze eben ein bisschen größer. Bei unserem 900er ist das so. Die ersten Varios zum Beispiel, also die ersten Favoriten noch, Varios, die erste Generation Varios, die hat auch noch die kleine Vorderachse. Es wird immer so gehypt, oh, wir nehmen den mit der großen Vorderachse. Ich habe da noch keinen Unterschied festgestellt. Meistens ist die Reparatur bei der großen Vorderachse nämlich eher hier oben, hier draußen zu sehen, im Planeten und nicht woanders. Deswegen... muss man sich da nichts vormachen. Ich habe zwei Bälle weggepackt. Ich habe zwei Bälle weggepackt und der Hund holt jetzt den dritten. Ich drehe durch. Wo findet die alle?
Auf jeden Fall wird dann immer gehypt so und ja, und die letzten mit der großen Vorderachse. Ja, das sind halt die letzten, aber wirklich merklicher Vorteil von der großen Vorderachse, den sehe ich nicht. Außer, dass die Achse schwerer ist, habe ich da noch nicht viel Negatives zu dieser Achse gehört. Wie gesagt, die Varios haben die ja auch mit 260 PS, also kann die ja nicht schlecht sein. Gut, das ist also der Nachtrag. Wie gesagt, die ganze Geschichte bewegt sich irgendwo zwischen 2002, 2003, da endet das Ganze. Der 818, so in der Sache, von Anfang bis Ende, sind wohl irgendwo 1500 Stück gebaut worden. Genau, 1500 Stück. Und zwar gibt es ja dann diese Unterschiede und da gibt es eben auch diese unterschiedlichen Prospekte. Interessant bei den Prospekten, wen das immer interessiert, auf der Rückseite hier unten ist immer das Erscheinungsdatum. So, und wir nehmen mal... Halt. So, das hier ist 1293. Das ist das erste Prospekt. Und das sind so, die ersten Prospekte sind immer interessant, weil da findet man immer noch so Bilder, wie hier zum Beispiel. Das ist quasi ja so ein 600er, aber eigentlich schon vom 900er das Innen, das quasi Motor und Getriebe. Hier sieht man schon, der Tank ist ja schon anders, die Haube ein bisschen anders. Da sieht man immer so Sachen, die sind Vorserie, die sind vielleicht gar nicht in Serie gegangen. Ne? Damals eben noch mit der Variante, die ersten als Haubenpuster, das heißt also, der Auspuff sitzt auf der Motorhaube. Dann geht es eben weiter, das nächste Prospekt, das ist dann von 95. Da ist dann auch dieses Bild verschwunden, ne, mit Mal. Und das sieht alles ein bisschen professioneller aus. Und dann eben diese andere Variante, was steht auf meinem Zettel? Wann fängt das an? 97, 96, nee, 97. Genau, 97 ging das dann los. Dann kam die Variante 2. Und bei der Variante 2 ist halt der Auspuff von Mitte auf Seite gewandert. Und es sind noch ein paar Kleinigkeiten passiert. Die Beleuchtung hat sich so ein bisschen geändert und natürlich die Luftansaugung ist auch von intern, sag ich mal, so ein bisschen auf extern gelegt worden. Und ja, über die ganzen Kleinigkeiten weiß ich schon gar nicht, aber es sind so ein paar Sachen, die man einfach festgestellt hat, dass sie nicht so gut waren und die hat man dann halt einfach verbessert. Ne? Deswegen, man sieht auch zum Beispiel, werden wir drin nochmal sehen, auch so ein gutes Beispiel mit der EHR, da ist auch, hat sich nur bildlich was geändert. Ne? Genau, das ist das. Das eine ist Geschmackssache. Der eine sagt, ich mag den Haubenpuster lieber. Der andere sagt, ich mag Auspuffseite lieber. Ich bin auch Auspuffseite. Ich habe lange auf dem 600er Auspuff geguckt. Schon als Kind immer bei meinem Vater beim 611er auf dem Auspuff geguckt. Irgendwann magst du nicht mehr auf diesen Auspuff gucken. Also das ist optisch immer ganz nett, aber drauf gucken ist echt anstrengend. Und wenn du deinen Arbeitsscheinwerfer anmachst und die leuchten gegen den Auspuff und das Licht fällt zurück, dann hast du auch keinen Bock da drauf. Also das ist so meine persönliche Meinung. Ich mag sie beide, aber mir ist die Auspuffseitenmaschine ein bisschen lieber. Ne? Genau. Unser 18 hat jetzt 10.400, 10.500 Stunden. Können wir nachher nochmal genau gucken. Den haben wir ja 2000, das muss ich selbst überlegen. 2020, genau im Herbst haben wir den gekauft. Im Herbst haben wir den gekauft. Dann hat er in der Maisernte gelaufen, so wie er kam. Angemeldet, losgefahren. Und dann haben wir ja angefangen, den umzubauen. Was heißt umzubauen? Ihn auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Er hat dann ja, im Grunde genommen ist das eine ziemlich voll ausgestattete Maschine. Ich sag mal, bis auf Front, EHR und Rüfa. Wobei Rüfa keiner haben will so richtig, weil du hast keine Anwendung dafür. Und im Grunde genommen ist dieser Tunnel immer da, wo deine Füße sein müssen. Das muss man fairerweise sagen. Deswegen ist Rüfa immer so ein Ding. Genau, aber die Rüfer und die Front-EHR fehlen. Ansonsten hat dieser Trecker, meine ich, alles, was man in Serie haben kann. Das heißt also, wir haben eine Frontzapfelle, die haben wir selber nachgerüstet. Es ist die gute, in Anführungsstrichen, nämlich eine der ersten, die gibt es in dieser Variante gar nicht mehr. Jetzt mittlerweile 1000er Zapfelle und das war's. Diese Zapfelle kann noch Rechtslauf, Linkslauf, 1000 und 540er Zapfelle. Also die kann wirklich... alles, was man braucht oder nicht braucht. Eigentlich braucht man nur die 1000er, aber es gibt ja manchmal so Gerätschaften, da kann man das gut gebrauchen. Und zum Beispiel ist so, keine Ahnung, man könnte rein theoretisch damit einen Güllemixer vorne drinne betreiben. Der würde ja verkehrt rumlaufen, wenn der für hinten gemacht ist. Die Frontzapfelle dreht ja bekanntlicherweise andersrum. Dann könnte man die Drehrichtung hier ändern und könnte das trotzdem betreiben, das Ding. Ne? Dieser Hund klettert jetzt übrigens diese Leiter hoch, weil er da oben an den Ball ran will. Das kannst du nicht tun. Genau.
Es ist so, dass wir hier schon Knöpfe vorgerüstet haben. Dieser Trecker soll irgendwann mal ein elektronisches Steuergerät bekommen, damit man die Fronthydraulik auch von außen bedienen kann. Denn das ist immer so ein Problem, wenn man so rauf und runter muss zum Anbauen. Wir werden das noch umrüsten, aber das ist so eine Aktion, die haben wir noch nicht geschafft, kommt aber noch. Dann im Moment fahren wir standardgemäß, können wir mal reingucken. Standardgemäß, so ist dieser Trecker, wird dieser Trecker eigentlich ziemlich oft ausgeliefert. Standardgemäß wird dieser Trecker eigentlich ausgeliefert mit 665 34er Reifen. Wir haben jetzt 670 34, wir sind ein bisschen größer geworden, weil wir hinten fahren wir ja normalerweise 710, 70, 42. Jetzt fahren wir eben, passe ich dazu, 870, 38. Standardgemäß haben wir 650, 65, 42. Was auch ausgeliefert wurde, aber nicht so oft, was viele aber heute fahren, ist dieser 710, 70, 38. Das gibt es auch noch. Ne? Wie gesagt, da wir hinten größer geworden sind, mussten wir vorne natürlich auch anpassen. Die Voreilung sollte eigentlich schon immer passen. Ne? Es ist so übrigens, dass ein Unterschied ist noch zwischen den Baujahren. Die ersten Haubenpuster hatten 12 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Diese Maschinen hier haben jetzt 14 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Da hat sich also auch ein bisschen was getan. Ne? Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann haben wir Folgendes. Da drin verbaut ein MAN-Motor. Leicht durch diese Klappe, wenn der Kotflügel nicht im Weg ist, zu sehen. Auf der anderen Seite können wir es aber sehen. Ganz normal zum Aufklappen. Ist jetzt nichts Besonderes. Es ist ein MAN-Motor, 6,8 Liter Hubraum, Turbo aufgeladen, Feierabend. Dieser hat noch speziell hier eine Motorbremse, eine Motorstaubremse. Das heißt also, hier ist eine Klappe vom Auspuff. Wenn ich drinnen meinen Knopf drücke, fällt die Klappe vom Auspuff und der Schlepper, ich will mal sagen, verzögert. Hier hat sich doch gerade einer am Ball geholt. Genau. Dann müssen wir ja mal umdrehen. Dann, was noch dazu zu sagen ist, wir haben ja 8,16, 8,18, 8,22, 8,24. Worin unterscheiden sich die Trecker so ein bisschen? Generell sind sie fast gleich. Zum einen ist aber so, dass der 8,16 eine andere Kupplung drin hat, die auch nicht wirklich viel mehr Leistung ab kann als die vorgesehene Serienleistung. Man kann da ein bisschen was machen, die kann noch ein bisschen ab, aber da muss man vorsichtig sein. Ab 8,18 hat man die große Kupplung drin, die dann eben auch, keine Ahnung, ich sage mal, bis 300 PS irgendwas kann. Und dann ab 8,22 und 8,24, die haben noch eine andere Einspritzpumpe drin, deswegen können die ein bisschen mehr Leistung. Dieser Schlepper ja zum Beispiel, letzte Aussagen, 210 PS an der Welle, aus dieser Pumpe rausgeholt. Das ist so das, was geht, da geht noch mehr, aber das ist das, was im guten, gesunden Rahmen ist. Ne? Gehen würde auch noch mehr. Die 822, 24 haben halt die Bosch-Reihen-Einspritzpumpe drin und die kann man natürlich bis ins Getno nach oben drehen. Ne? Ja. Ausgestattet so ein Schlepper schon damals 93 mit Vorderachsfederung, 50 km/h Ausführung, gedrosselt auf 40, so wie dieser, dann fahre ich 40 km/h mit verringerter Motordrehzahl. War damals 50 km/h und Vorderachsfederung war eben hier, ja, war schon ein Sprung. Ne? Also andere konnten schon automatisch schalten und hast nicht gesehen. Da war Fendt immer noch so ein bisschen hinterweltlich, aber mit 50 km/h am Vorderachsfederung und der guten Regelung der Hydraulik im Heck konnte man mit dem Ding und kann man auch heute mit dem Ding super gut auf der Straße fahren. Also dieser Trecker liegt echt gut auf der Straße. Da gibt es nichts. Wenn die Vorderachsfederung heil ist. Häufig sind da Stickstoffblasen defekt, die muss man dann ersetzen. Ja, das dazu. Achso, dann geht's weiter. Reifen haben wir, 370 Liter Diesel kann man derzeit mitnehmen. 370 Liter, was hast du gesagt, Euro? 370 Euro Liter teuer Diesel. Der Schlepper ausgerüstet immer mit Druckluft. Weil auch über die Druckluft bei diesem Trecker zum Beispiel die Motorstockklappe gemacht wird und auch bei den größeren wird darüber der Schlepper ausgemacht, beim 22er und 24er. Dann haben die immer verbaut, immer, jeder 8,16, 8,18, 22, 24 hat immer Load Sensing verbaut. Es sind vielleicht nicht immer die Anschlüsse da,
Dann muss man sich ein Anschlussset kaufen, das kann man nachrüsten, das kostet nicht viel Geld. Und dann kann man Load Sensing quasi realisieren. Ansonsten ist es, was heißt realisieren? Dann quasi benutzen. Es ist aber generell immer vorhanden. Ne? Load Sensing immer vorhanden. In der Regel 4 Steuergeräte. Es gibt auch mal welche, da hat einer vergessen, Kreuz zu machen, dann sind nur 3 da. Ja, ist dann halt so. Kann man denn nicht ändern. Ist halt doof. Wissen wir auch, aber was soll's. Wir haben bei diesem nachgerüstet. LED-Arbeitsscheinwerfer im Dach, sowohl hier, LED-Rückleuchten. Dann haben wir nachgerüstet hier, neulich im Video zu sehen, Leckölbehälter für die Hydraulikkästen. Normalerweise wird das hier oben drin gesammelt und dann kann man das hier öffnen. Wir haben die Leckölbehälter nachgerüstet. Wir haben nachgerüstet pneumatische Kabinenfederung. Im gleichen Atemzug, die waren vorher schon mal getauscht worden. Die sind so bei 10.000 Stunden, sind diese Gummischnuffis da nicht mehr gut. Die sollte man dann tauschen. Genau, das haben wir nachgerüstet. Dann hat so ein Schlepper, damals bei Fan war das noch alles gut. Da hatten die immer umschaltbar von einfach wirkend auf doppelwirkende Heckhydraulik. Das heißt, ich kann mit dem Heckhuber drücken. Heute muss ich dafür ein Kreuz machen. Machen viele gar nicht mehr. Ich finde es zum Räderwechseln und es gibt immer so Situationen, da ist das ganz cool. Umschaltung für das Ganze befindet sich hier, steht jetzt gerade auf doppelwirkend. Ich kann das hier umschalten auf einfachwirkend, dann geht wieder meine ganz normale Hydraulik. Weiter nachgerüstet haben wir Stoppelbeleuchtung, also hier Suchbeleuchtung, wenn du meinetwegen auf Stoppeln arbeitest oder wenn du ackerst, dass du sehen kannst, wo du reinfahren kannst, weil oftmals fehlt seitlich so ein Licht. Dafür haben wir da nachgerüstet. Begrenzungsleuchten, in diesem Falle hier, hier und hinten am Rücklicht, genau, seitlich, ne? Müsste ja auch noch sein. Dort. Genau. Die haben wir nachgerüstet. Dieser Trecker hat des Weiteren, können wir hier sehen, auch keine Serie, muss man Kreuz für machen, ein Radarsensor. Dieser Radarsensor ist in der Lage, die wirkliche Geschwindigkeit darzustellen. Das heißt also nicht die Geschwindigkeit inklusive Schlupf. Nee, wie sagt man das überhaupt? Exklusive Schlupf, sondern das ist die Geschwindigkeit inklusive Schlupf. Wenn jetzt meine Räder durchdrehen, dann zeige ich mein Tacho ja immer noch die Geschwindigkeit an, was das Rad macht, aber ich fahre ja in Wirklichkeit langsamer. Und dieser Radarsensor, der guckt wirklich, was ist jetzt wirklich los. Es ist so, heutzutage, wenn den Trecker mit GPS, da wird das über GPS gemacht, da braucht keiner mehr einen Radarsensor, aber damals war Radarsensor quasi Option und gerne so für Ackerbaubetriebe, ne? Wenn sie so geflücht haben und sowas, dafür wurde der eigentlich ganz gerne eingesetzt, weil der mit in die Regelung eingreift, ne? So, jetzt müssen wir einen Cut machen, weil der Hund, der schmeißt gleich eine Leiter um und die fällt aufs Auto. Also hier, was noch ist, ist auch nicht immer, muss man auch ein Kreuz für machen, ein Steuergerät ist nach vorne gelegt, ne? Das heißt, wir könnten hier Maisschild klappen oder was auch immer. Genau, das haben wir. Und dann bei unserem Trecker auch noch, was haben wir auch noch? Wir haben die Fahrscheinwerfer, wenn du jetzt vorne, also die Zusatzfahrscheinwerfer, wenn du vorne in der Fronthydraulik was drin hast, die sind normalerweise oben im Dach. Die haben wir aus dem Dach rausgenommen, gegen Arbeitsscheinwerfer ersetzt und haben die hier, wie bei den 900er Varios, auf den Handlauf gesetzt. Wo normalerweise der Arbeitsscheinwerfer draufsetzt, der ist nach unten gegangen und oben ist diese Variante hingekommen. Ne? Genau, das haben wir halt auch noch gemacht. Eine Scheiße im Kopf heute. Ist halt ein Hund. Jetzt läuft sie mit den Pferdemöhren durch die Gegend. Was wollen wir machen? Gut, das also dazu. Was fällt mir noch ein? Nö, eigentlich nicht so wirklich was. Dann geht's weiter auf den Trecker. Oh, der Aufkleber muss hier aber mal neu. Ja, der Aufkleber muss mal neu, ne? Der hat schon seine ganze Zeit gelebt. Ja, was haben wir? Wie heißt es so schön? Ein ZFT 7300 Einhebel oder Einhand? Einhand, ne? Einhebelbedienungsgetriebe. Wir haben einen Schalthebel. Auf dem Schalthebel haben wir 6 Gänge. Die sind mit Kupplung zu schalten. Und wir haben dann, das heißt immer so schön, 6 in der Hand, 4 im Daumen, 4 Lastschaltstufen.
die ohne Kupplung Kupplungsbetätigung zu schalten sind. Kann man manchmal, kommt mir das in den Kopf, dann schalte ich auch mit Kupplung. Also, weiß ich nicht, passt manchmal, ne? Und dann haben wir zusätzlich Kriechgänge. Wir können also, wenn der Trecker sich im Stand befindet, dieser auf neutral ist, unser Schalthebel, und die Kupplung getreten wird, können wir auf Hase machen. Stimmt nicht, auf Schildkröte machen. Und dann haben wir Kriechgänge und können zusätzlich nochmal Kriechgänge fahren, ne? Genau. Das Ganze 44-44, also 44 vorwärts und 44 rückwärtsgängig. Genau, dann haben wir hier rüber die Vorwahl zwischen vorwärts und rückwärts fahren. Das heißt, wenn ich so habe, fahre ich vorwärts. Wenn ich meine, ich möchte irgendwann demnächst, oder ja, das ist immer so passiv dazu, ich möchte rückwärts fahren, lege ich den Schalter um. Er fährt dann noch nicht rückwärts. Erst wenn ich dann einmal die Kupplung betätigt habe, fährt er rückwärts. Macht er auch erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit. Ich kann nicht genau sagen, welche das ist, aber das geht erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit los. Vorher schaltet er gar nicht um. Ne? Genau, das haben wir dazu. Dann haben wir hier drinnen verbaut ein neues Lenkrad. Die alten, der kann man dann immer so schön so rumdrehen. Und das ist ja auch nicht so unser, deswegen einmal das neue Lenkrad verbaut. Hier können wir Zündung anmachen. Da sehen wir 10.449,7 Stunden. Hat der Schlepper jetzt aktuell. Genau, das. Dann haben wir hier schon, was bei den Trägern auch ist, wir haben schon einen Bordinformator. Das heißt, wir können auf Bordinformator gehen. Sehen wir denn hier in der Mitte, wir können das Arbeitsgerät auswählen. Wir können auswählen, ob das Arbeitsgerät über Zapfwelle oder über das Hubwerk geschaltet werden soll. Und können somit zum Beispiel zum einen natürlich Meter realisieren, also messen, wie viele Meter wir gefahren sind. Und zum anderen die Hektar, ne? Arbeitszeit und all so eine Sachen. Ja, ja. Arbeitszeit und all so eine Sachen werden dann auch mit erfasst, aber generell kann man darüber schon ein bisschen was machen. Es ist ein bisschen schwierig in der Anwendung, also was heißt schwierig, aber man muss sich da ein bisschen reinfummeln, bis man das raus hat, aber dann geht das. Bei den neueren, also bei den Varios, lässt sich dann auch schon darüber realisieren, hinten über mein Hubwerk, wann meine Zapfwelle ein- und ausschalten soll. Das kann dieser Trecker nämlich noch nicht. Dann kommen wir nämlich zu dem Unterschied. Wie ist es bei Treckern, Haubenpuster, nicht Haubenpuster? Der Haubenpuster hat dieses Autozeichen nicht. Dieses Autozeichen kann ich auch nicht einschalten, weil dieses ganze Panel hier, das befindet sich schon in Vorbereitung für die Vario-Generation, die erste Vario-Generation, wo ich hier auf Auto schalten kann, um dann hier auf meiner Armlehne mit Go und End das Heckhubwerk oder Fronthubwerk ausheben oder einsetzen kann. Müssen wir mal gucken, wie lange wir das durchhalten, bis wir da auch noch was realisieren. Magst du einmal bitte festhalten? Deswegen möchten wir das erhalten, weil wir, wenn wir einen anderen Schalter einbauen mit Autofunktion, könnten wir da nämlich auch noch was nachrüsten. Aber das sehen wir noch, wenn das soweit kommen sollte. Dann haben wir unsere Steuergeräte, einmal Kreuzsteuergerät und einmal die beiden Nicht-Kreuzsteuergeräte hier hinten. Dann fürs Zuchtmaul einmal ein Öffner. Viele fragen immer, oh, braucht man den überhaupt? Ich sag, ja, es gibt viele Situationen. Manchmal dann bist du hinten, kriegst den Bolzen nicht hochgezogen. Dann gehst du auf den Trecker, fährst nochmal ein Stück zurück und dann kannst du von hier oben das Zuchtmaul betätigen. Ne? Also das ist eine Funktion, die kann man mal gebrauchen. Das ist so. Viel ist eigentlich schon nicht mehr. Ne? Hier in der ganzen Geschichte, wir fangen hier vorne an, haben wir Allrad. Wir haben Allrad aus, Allrad Automatik, Allrad permanent. Bei Automatik Allrad ab, ich glaube, bei Allrad ist es ab 25 km/h geht das Allrad aus. Nee, ab 15 km/h geht das Allrad aus. Und bei 25 Grad Einschlagung der Lenkung geht das Allrad aus. Permanent ist immer an. Bei Sperre ist es so, da geht es schon bei 15 Grad der Lenkung, geht die Sperre aus. Und ich glaube aber auch bei 15 km/h. Dann haben wir Vorwahl 750er, 1000er Zapfwelle und wir haben Front-Federung aus oder an. Viele wissen das immer gar nicht. Wenn ich stehe oder unter 3 km/h fahre, dann muss ich den Knopf, je nachdem was ich möchte, Front-Federung an oder aus, muss ich den Knopf lange gedrückt halten. Dann geht's. Wenn ich oberhalb von 3 km/h bin, brauche ich nur einmal drauf drücken, dann geht es an oder aus.
Das wissen viele nicht. Deswegen das nochmal dazu. Dann haben wir hier Handgas, ganz manuell natürlich, mit einem manuellen Anschlag. Funktioniert, ja, in heutiger Zeit, wenn man mehr gewohnt ist, gibt es Besseres, aber es funktioniert sehr gut. Wir haben hier Frontzapfelle einschalten und Heckzapfelle einschalten und hier die Umschaltung auf die Top-Beleuchtung. Das heißt also, wenn wir ein Frontgerät drin haben und die Scheinwerfer verdeckt sind. Bosch EHR, ganz normal, heben, stopp, senken. Hierüber mache ich meine Tiefenbegrenzung, wie weit soll mein Gerät runtergehen. Hierüber mache ich meine Höhenbegrenzung, wie hoch soll mein Gerät gehen. Hierüber, über Schildkröte und Hase, mache ich meine Senkgeschwindigkeit, meine sogenannte Senkdrossel. Und hierüber kann ich einstellen, ob ich eine Zugkraft- oder Lageregelung haben möchte. Wenn ich einen Düngerstreuer hinter habe oder ein Gewicht oder sonst was, mache ich das halt auf Lageregelung. Wenn ich einen Flug hinter habe, dann muss ich so ein bisschen Mischregelung reinbringen, dann mache ich das auf Zugkraftregelung. Zusätzlich bei dem Trecker hier halt, wie gesagt, die Schlupfgeschichte, das haben nicht viele. Da kann ich den Radarsensor einschalten und der Radarsensor spielt dann mit in meine Regelung. Es ist ja im Grunde genommen so, weiß ich nicht, bis auf Flug läuft ja eigentlich alles, oder die wenigsten Geräte laufen quasi dann über eine Regelung. Ich glaube, außer Flug wüsste ich eigentlich nichts. Es ist ja immer so, ein Grupper läuft über einen Oberlenker hinten auf die Walze. Wenn der hinten keine Walze hat, hat er in der Regel Räder. Du gehst also immer auf Schwimmstellung mit dem Heckrubwerk. Ne? Beim Flügen lediglich, da ist es auf jeden Fall ja so, da brauche ich diese Regelung und dafür ist auch dieser ganze Apparat gedacht. Ne? Dann hier oben, auch immer gern genommen, der Umschalter, dieser kleine Kippschalter, er ist nach vorne zu wippen oder nach hinten zu wippen. Nach vorne ist, wenn ich jetzt flüge, ich mache meinen Flug runter und damit er dann schneller runter geht, kann ich quasi den Hebel nach vorne machen. Dann habe ich den sogenannten Schnelleinzug. Dann fährt mein Flug im Grunde genommen, also die Hydraulik geht nach unten bis aufs Ende, solange ich ihn halte, bis sie tiefer nicht geht. Und wenn ich dann wieder loslasse, dann geht sie wieder auf meinen voreingestellten Wert hier von der Regelung und ich kann weiter flügen. Wenn ich jetzt den nach hinten mache, ist Folgendes. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht exakt sicher. Es ist ja so, dass diese Trecker im, ich würde jetzt behaupten, also auf jeden Fall Dänemark und Schweden und wie das alles heißt, haben sie ja den sogenannten Hitchhaken. Der ist ja bei uns gar nicht verwendbar. Also nicht verwendbar, sondern der wird bei uns ja nicht angewendet. Diese Hitch, hinten quasi dieser Haken, das Auf- und Zumachen des Hakens, erfolgt über das Hubwerk. Das Hubwerk ist mit dem Hitchhaken verbunden und hebt und senkt quasi mein Zugmaul. Wenn ich jetzt, oder mein Hitchhaken, oder öffnet und schließt den Hitchhaken. Wenn ich jetzt meinen Hitchhaken aufhaben möchte, dann muss ich den entriegeln. Das wird auch über dieses hier gemacht. Das wird zusätzlich, wird der Hitchhaken nochmal verriegelt. Der hängt nicht nur hier an der Hydraulik und kann dagegen kommen und kann was passieren. Nee, der hängt noch hier an der Entriegelung. Und um das zu entriegeln, muss ich die Hitch höher machen, als ich wirklich kann. Wenn ich jetzt hier mein Hubwerk ganz hoch drehe und mache meine Hydraulik ganz hoch, dann ist sie oben, ja. Wenn ich jetzt nach hinten gehe über die Druckknöpfe, kann ich noch ein Stück höher heben. Und das Gleiche kann ich aber auch machen, wenn ich den nach hinten mache und dann quasi heben habe, dann hebt das Ganze noch mal ein Stück höher, um die mechanische Entriegelung hier zu entlasten. Und dann kann ich mit der mechanischen Entriegelung aufmachen. Und wenn ich dann runter mache, und das soll man dann quasi über das Drehrädchen hier machen, so ganz langsam sagen sie, meine ich, wenn ich das richtig verstehe, und dann geht der Hitchhaken auf und ich kann meinen Anhänger abbauen. Also dafür ist dieses kleine Hitch-Häkchen. Ich habe noch nie benutzt man ja nicht, hat man ja nicht. Man hat ja keine Hitch, aber das ist halt diese Möglichkeit, ne? Genau. Das ist im Grunde genommen das, was sozusagen ist. Was wir noch haben zusätzlich, wir mögen gerne diese Ablagefächer hier. Kannst du günstig erwerben. Uns hat mal ein super lieber Fan diese Ablagen gedruckt. Auch sehr praktisch. Wo wir noch nicht weiter sind, was noch gemacht werden muss, ist hier unser ganzer Kram mit Aufhängung von Monitoren und was alles ist. Kriegen wir auch noch hin. Was wir immer haben, das ist hier schon fertig, unsere 12 Volt Lampe, dass wir hier quasi, wenn du abends nochmal einen Zettel schreiben willst, dass du das kannst. Dann haben wir Klimaanlage verbaut.
die Schalter unserer Arbeitsscheinwerfer. Das gibt auch immer, für die keine Fettfahrer sind, die können das immer gar nicht nachvollziehen. Wenn ich jetzt die beiden Schalter sehe, dann ist der Schalter nach vorne, der Schalter nach hinten. Dann hat der Arbeitsscheinwerfer vorne ja nach unten und nach oben im Grunde genommen. Ist bei den neueren Treckern ein bisschen kompliziert, bei unserem Vario zum Beispiel auch, ist es ein bisschen komplizierter gemacht. Das haben die sich damals, das können wir erklären, wenn ich da bei dem Neuner bin. Auf jeden Fall, wenn du dann nach unten schaltest, dann gehen die unteren Arbeitsscheinwerfer an auf 1. Wenn du dann auf 2 gehst, kommen die oberen dazu. Das heißt, du kannst also sagen, ich möchte erst unten anhaben, dann oben. Und andersrum ist es genauso, wenn ich erst nach oben schalte, geht erst oben an, dann den zweiten, geht der untere dazu. Ist so ein bisschen komisch gemacht, macht aber auch Sinn irgendwo. Also unsinnig ist es nicht. Scheibenwischer-Heck ist klar und Umleuchte ist klar. Dann haben wir hier einen Schalter, das ist für unsere Auffindbeleuchtung an den Seiten, unsere Stoppelbeleuchtung. Und dann hier unsere Spezialumschaltung, wenn ich den Schalter auf Fernlicht schalte. Und wenn ich dann mein Fernlicht einschalte, dann gehen oben Arbeitsscheinwerfer bei Fernlicht mit an, zusätzlich. Ne? Genau, das haben wir. Im Grunde genommen gibt es nicht viel zu sagen, was bei diesen Treckern immer fehlt. Du hast hier eine dreipolige Steckdose. Wir rüsten immer gerne noch eine zweite nach. Was noch? Müssen wir noch mal gucken, was wir hier noch nicht gemacht haben. Wir müssen noch mal USB nachrüsten. Ne? Genau. Das. Fertig. Mehr. Wir sind doch ruhig. Ja, ne? Auf dem Träger, ne? Mehr weiß ich so aus dem Stegreif nicht zu diesem Träger zu erzählen. Wir können gleich noch mal eine Runde fahren. Habe ich alles. Genau. Wir können ja noch mal ein paar Bilder so einspielen. Ne? Nee, das können wir nicht. Wo soll ich die hernehmen? Bilder gibt es immer überall zu sehen von diesem Trecker. Wir werden gleich noch mal eine Runde fahren, dann machen wir noch ein paar Bilder, genau. Aber ansonsten gibt es die ja immer zu sehen. Was ich auch noch erzählen wollte, dieser Trecker wiegt leer, hatte ich irgendwo gelesen, da 7780 Kilogramm. Ne? Das gibt es noch zu sagen. Und dann sind wir soweit eigentlich durch. Wir werden hier mal die Fahrerplätze tauschen und dann hier mit Katharina eine Runde fahren und der Hund eine Runde daneben sitzen. Und dann werde ich mal eine Runde filmen. Na, Schnuffi, wollen wir eine Runde Trecker fahren? So. Kurz warten. Ja, wir müssen ein bisschen Luft pumpen. Man kann jetzt schon sehen, es blinkt jetzt grün. Das ist quasi die Richtung, in die er jetzt losfahren würde, wenn du jetzt einmal umschaltest. Dann blinkt er grün für rückwärts, wenn du jetzt einmal kuppelst. Zack, hört er auf zu blinken, weil er die Richtung angenommen hat. Ne? Wenn du jetzt hier die Kupplung loslässt, hält er den auch. Ne? Wenn ich jetzt wieder vor will auf vorwärts, dann sehen wir, er ist jetzt rückwärts. Wir wählen aber vor auf vorwärts. Das heißt, beim nächsten Mal kuppeln. Jetzt wird gekuppelt. Zack, haben wir die Vorwärtsrichtung drin. Ne? Genau. So. Dann müssen wir hier noch den Arsch der Handbremse lösen. Das mache ich mal. Ja, hast ihn abgekriegt. Ne? So, dann geht es hier ganz einfach los. Dieser Trecker eben, egal welcher Fendt, mit Turbokupplung hat halt eben Turbokupplung. Das heißt also, wenn Katharina jetzt das Gaspedal nicht, sondern die Bremse mal drückt einfach nur, dann bleibt dieser Trecker stehen. Die Motordrehzahl geht ein bisschen runter und irgendwann würde er auch anfangen zu quaken, weil er das nicht mag, dass hier dauerhaft die Bremse nur betätigt wird. Ne? Also der Züder macht es, ob dieser das macht, weiß ich gar nicht. Ich kann also auch bei diesem Trecker im letzten Gang losfahren und wenn er da nicht losfährt, ich gebe Gas, füllt sich die Turbokupplung mit Öl und ich komme in Gange. Ne? So, sechster Gang, dritte Lastschaltstufe, ganz lässig über den Daumen, kann man die vierte reinmachen und alles passt. So, was ihr jetzt gerade nicht gemerkt habt, Alter, sie will aber auch jetzt. Du hast die Haube aufgemacht. Du hast die Haube nicht richtig zugemacht, Freundchen. Oh no. Wir brauchen Outtakes und da sind sie. So. Das sind so typisch wir, ne? Ja, typisch.
Also, was man nicht so richtig merkt, ist bei diesem Trecker, der lebt von Drehzahl, weil erst dann die Kupplung richtig schließt, ne? Mit der Turbofüllaktion, die Turbokupplung. Du fährst los und dann denkst du, oh, er kommt nicht aus dem Quark, und irgendwann so bei 1600 Touren mit mal gibt's so ein und dann will er los, ne? Durch die Rapsfelder des Ortes. Denke mal, dazu sollten wir fast alles gesagt haben, müssen wir ja nicht so jagen. Können wir noch mal einmal anhalten? Ja. Kupplung, stehen bleiben. Und dann gucken wir noch mal einmal mit den Kriechgängen. Ne? Jetzt haben wir quasi den Hasen drinne. Wir sind jetzt in der Mitte. Der Schalthebel ist auf neutral. So, wenn du jetzt den nach unten runterschiebst, passiert noch nichts. Wenn du jetzt die Kupplung einmal trittst, dann hat er umgeschaltet auf Kriechgänge. Jetzt sind die Kriechgänge drinne. Wenn du jetzt den Schieber wieder hoch machst und dann noch mal die Kupplung trittst, springt er wieder um auf Hase. Ne? Gut, das haben wir dann als letzten Faktor auch nochmal erzählt. Denke mal, wir sind so ziemlich durch. Wir werden mal gucken, diese rasante Fahrt wird ja nun gleich zu Ende sein. Und dann hoffen wir, wir haben nicht allzu viel vergessen oder zu viel Blödsinn erzählt, ne? Aber es wird schon passen. Und dann sehen wir uns, bedanken wir uns fürs Zusehen. Hoffen wir, es hat euch gefallen. Und sehen uns dann Mittwoch wieder. Sehen uns Mittwoch zum Video wieder. Gebt gerne einen kleinen Daumen, schreibt einen kleinen Kommentar. Vielen, vielen Dank für 50.000 Abonnenten, dass das so schnell geklappt hat. Junge, 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 Wahnsinn. Also ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Also das ist echt erstaunlich. Aber das haben wir nur euch zu verdanken und deswegen auch dieses Special. Und dann hoffen wir, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bein Nummer 2. Mit dir kann man ja anders nicht arbeiten. Oh, ja, siehst du, guck mal, meine Frau. Sie haben das große Planetengetriebe hier vorne drin, nicht woanders. Deswegen muss man sich da nichts vormachen. Ich habe zwei Bälle weggepackt. Ich habe zwei Bälle weggepackt. Und der Hund holt jetzt den dritten. Ich dreh durch. Wo findet ihr die alle?